Sie sind ein großer Kenner des deutschen Sprachraums, haben auch studiert, das hört man auch an Ihren guten Deutschkenntnissen. Und Sie haben auch Ratgeberbücher geschrieben. Das heißt, Sie sind ein gutes Beispiel dafür, dass Afrika auch viel zu geben hat und nicht nur immer der Nehmer ist. Sie haben mir gestern gesagt, dass Sie das am meisten stört in Deutschland, das ist die Gleichgültigkeit. Wo sehen Sie denn die Gleichgültigkeit in Deutschland? Es stört mich nicht. Es soll Deutschland stören. Denn was hat es damit zu tun, dass es mich stört? Die Tatsache ist, dass Papst Benedikt XVI. Dieses Thema schon auch selbst aufgegriffen hat. Ich habe in Deutschland gelebt, in Anfang der 80er Jahre. Ich kannte eine Gesellschaft mit kantischer, Immanuel Kant, hegelischer, eine Gesellschaft mit Kopf und Geist und mit dauerhaft und Kraft und Energie und aufbauend. Und dann war ich als Doktoratsstudent an der Universität. Und was hörte ich immer? Mir ist alles egal. Mir ist alles Käse. Es geht mich doch nicht an. Es küt wie es küt, wie die Kölner das auch noch sagen könnten. Und dann plötzlich ist alles relativ. Und diese alles relativ ist inzwischen so weit gegangen, dass eine Gesellschaft gar nicht mehr Grenzen kennt von dem, was Wahrheit ist und was Lüge ist. Und wenn eine Gleichgültigkeit dieser Art beginnt, dann verliert eine Gesellschaft ihre ethische, ihre kulturelle Werte und ihre Authentizität. Denn die Frage ist, wer bist du? Was ist deine Identität? Afrikaner kennen sich, sie sagen, ich bin ein Afrikaner, ich bin ein Igbo, die gehen sogar zurück zu ihrem Ursprung. Und das ist nicht etwas gegen die übrige Menschheit. Aber man muss ein Zuhause haben. Wenn jemand sagt, wo ist deine spirituelle Zuhause? Ja, mal hier kaufen von Hindu und mal von Buddhisten und mal vom Yoga und mal schauen. Man kann nicht mal schauen leben. Die Welt heute braucht Leute, die Zeugnis ablegen, die eine Position beziehen, die auch für etwas sterben wollen und für auch etwas leben wollen. Es mangelt allmählich nicht nur in Deutschland, sondern allgemein in abendländischen Traditionen. Und das kommt vom Wohlstand. Denn ein voller Bauch studiert nicht gern. Warum muss ich studieren? Mein Bauch ist voll. Und wenn jemand alles schon sortiert hat, dann wofür weiterhin kämpfen? Das ist nicht allgemein zu sagen, aber es ist eine Tendenz, was man sieht in einer Gesellschaft. Und es ist notwendig, dass man das aktet, wenn eine Wahl stattfindet. Leute sagen, ich gehe nicht zur Wahl. Also, die können das machen, was sie wollen. Wer sind die Sie? Ich habe eine Verantwortung. Und das Wort muss man stark schreiben in unserer Gesellschaft. Auch als Katholiken, als Christen zu wissen, ich bin ein Christ und ich gehe zur Kirche. Ich bekenne meine Christsein. Denken Sie mal in London. Gehen mehr Menschen in Moschee am Freitag, als in gesamt England am Sonntag Christen zur Kirche gehen. Was kann das sein? Gesamt Christen gehen zur Kirche am Sonntag in ganz London, aber für London alleine gehen mehr Menschen in Moschee. Das ist ein Zeichen. Und die Muslims sind auch früher, also die gehören zur Religionsgemeinschaft, die wir alle teilen. Die zeigen uns, dass man in Wirklichkeit ernst machen muss mit auch Glaubensaussagen und Glaubensleben. Das fehlt allmählich im abendländischen Kulturen.